Hallo Leute und seid herzlich willkommen zu einer weiteren Folge hier bei Sky Factory 3. Wir sind hier bei unserer kleinen schönen Farm. Aber erstmal, bevor ich hier weiter sage, beziehungsweise erzähle, was ich hier jetzt vorhabe, einmal ganz kurz. Ich mach mal die heutige und die morgige Part mal komplett ohne Facecam. Weil ich jetzt nicht wirklich Lust habe, das hier alles nochmal aufzubauen und vorzubereiten alles. Ich will einfach mal, ja, mal ein bisschen gechillter hier sitzen und kommentieren. So, ich war ein bisschen offscreen, noch vor der Aufnahme, ein klein wenig aktiv. Hab hier ein bisschen was durchgesiebt, die Sachen hier generell bekommen. Insgesamt habe ich jetzt 2 Stacks von Compressed Gravel durchgesiebt. Das kam jetzt eben dabei raus. Nette kleine Ausbeute, auf jeden Fall. Und ich war auch noch hier ein bisschen dran und dort ein bisschen abgefahren die ganze Zeit. Kann man auch hier sehen, 54 Dirt Seed, fast, ja, doch ganz 2 Stacks von den Inferium Essence. Also, das passt wohl. Da werden wir mal eine Sache machen, dass wir die hier nochmal ein bisschen upgraden. Ah, das war vielleicht unnötig. Aber egal. So. Ich möchte so schnell wie möglich die Redstone Seeds machen. Dafür werde ich hier ein paar Kleinigkeiten brauchen. Zum einen Base Crafting Seed. Ich brauche erstmal das hier. Guck mal, reicht das? Ja, das reicht. So. Und... Ach, Quatsch. Brauche erstmal natürlich diese ollen Prosperity Shards, oder wie die Dinger da heißen. Erst dann kann ich die Crafting Seeds hier machen. Crafting Seed 1. Leider haben wir da auch nicht mehr genug. Shit. Warte, ich probiere mal eine Sache. So. Crafting Seed 2. Jetzt brauche ich nochmal eine 3. Habe ich. Und ich brauche 4 Redstone. Was ich hier nicht mehr habe. Shit! Ah, das ist doch nicht dein Ernst, oder? Habe ich ernsthaft keine Redstone mehr? Ich habe keinen Redstone mehr. Wow. Gut, dann haben wir sogar Gravel ein bisschen. Dann, wo ist das schöne Ding? Wo ist der Hammer? Da ist der. Dann kloppen wir das auch mal kurz und klein. Ups. Das war nicht so geplant. So, einmal Batz. Natürlich auch nochmal eine zweite Reihe mit Sand. Batz. Und einmal kompressen. Ups. So. Was kann ich denn hier benutzen? Iron Dia. 10%. Okay. Okay, dann machen wir erstmal so. Dass wir hier erstmal durchsieben. Mit den nicht kompressen und dann einmal die Siebe tauschen. Nun musste ich hoffen, dass da gleich 4 Redstone rauskommen. Das war schon mal nichts. Das war nichts. Wow, ich habe nur einen einzigen. Okay, dann, was kann ich dann machen? Ja. Leider bleibt mir da nicht viel übrig. Mach ich mal kurz so. Weg. Und das hier. So, das kann man hier hin.
21, das werden auf jeden Fall erstmal nicht erreichen. Und. Ich brauche nur noch ein paar Sticks. 6. Ne, wird nicht reichen. Oh. So. Ein Stück. Ja, ein bisschen zu viel. Und hier. Platz. Und Compressed Hammer. Okay. Leider habe ich jetzt noch nicht den Feedback bekommen wegen der letzten. Nee, warte mal, das wollte ich ja jetzt machen. Stimmt. Und zwar wollte ich mal fragen, wie das so ist. Ob ich zwischen den Folgen, wenn mal ein Tag Pause bei mir ist, beziehungsweise wenn ich hier ab und zu mal reinkomme, ob ich hier dann einmal die Steine runtersiebe, beziehungsweise runterkloppe und dann einmal durchsiebe, ob ich das jetzt alles offscreen machen soll oder ob ich das per Zeitraffer im Video machen soll. Weil ich meine, das jetzt nicht unbedingt so besonders, dass man das jetzt nicht unbedingt sehen muss. Andererseits gehört das ja teilweise schon fast dazu. Also nach meinem Empfinden würde ich doch lieber so machen, dass ich da wirklich offscreen... Wow, ruhig. Dass ich das wirklich offscreen mache. Dass ihr das hier jetzt nicht unbedingt sehen müsst. Da würde mir doch mal ein kurzer Feedback sehr helfen, wie ich das in der Zukunft machen soll. Ja, eigentlich habe ich das auch schon letzte Folge erwähnt. Aber da ich glaube, dass da nicht gerade viele zugeschaut haben, weil es relativ weit am Ende schon war, habe ich eigentlich... Achso. Habe ich mir überlegt, dass ich das jetzt einfach hier direkt am Anfang einmal kundgebe. Habe ich jetzt. Ah, ich habe Sand. Wow. Bin nicht schlau. Okay, dann machen wir das so lieber. So. War schon. Ja, ich habe jetzt gerade wieder einen Faden verloren. Super. Ich glaube, ich war irgendwas mit... ja, dass ich letzte Folge das mal kurz erwähnt habe. Aber da wahrscheinlich nicht sehr viele bei mir zugeschaut haben am Ende des Parts, habe ich mir eben überlegt, einfach jetzt hier einmal das beizugeben, beziehungsweise das einmal zu fragen. Weil ich denke mal, die meisten gucken das doch eher so gegen Anfang an. Also nur rund, ja, ich würde mal sagen, 10 Minuten vielleicht oder so. Ja, nicht, habe ich schon genug. Gut, dann Redstone Seed. Bam. So. Dann wird das nicht mehr unser Problem sein. Oh, warte mal. Nee, da war ich ein bisschen voreilig damit. So, hier reinkommt es. So. Dann das hier. Dann das kann mal rein. Der Rest muss ich erstmal behalten. Okay, schon der erste. Ready. Okay, ich wollte Wassergeneratoren machen. Water Mill oder Wassermühle. Wollte ich machen. Da fehlen mir Redstone. Wow. Meine Güte. Aber ich kann ja so lang. Naja. So schnell wie das hier wächst, kann man das hier kaum aus den Augen lassen. Aber eigentlich würde mir sogar ein. Ja, 16 Stück, das wird auf jeden Fall reichen. Ich also nochmal 5 Stück. In der Zwischenzeit die hier noch ein bisschen abfahren. Ja, das war nicht jetzt. Nicht so dolle. Wo platziere ich überhaupt den Wassergenerator? Wow, das war knapp. Ja, ich denke mal, ich werde das hier irgendwo so platzieren.
Oder ich baue mal. Ja, ich denke, obwohl eine zweite Ebene kann ich doch ein bisschen später machen. Sobald ich ein paar Maschinen habe, die nicht unbedingt notwendig sind, dass ich da mal zugreife, kann ich ja unter die Hauptplattform, also sprich hier irgendwo drunter platzieren. Weil da habe ich ja. Da habe ich auch schon so überlegt, dass ich das vielleicht mit der Energie mache, aber wenn ich da sowieso mit Solarpanels viel arbeite, braucht das ja freien Himmel. Da drüber. Und das wird, glaube ich, nicht so ganz klappen. Deswegen muss ich da einfach mal einen kleinen Plattform irgendwo ein Stückchen weiter außen machen, damit ich dann die Sonnenenergie bekomme. Aber für die Wassermühle kann ich das eigentlich unter die Erde machen. So, da wäre sogar nicht mal das Problem. So, warten. Ich muss 4 Stück davon machen. 8 Stück. So. 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 Warte mal, hä? Hab ich die etwa rausgenommen? Wo ist das? Hallo? Bin ich schon wieder blind? Ja. Bei mir im Inventar ist nichts. Hier ist nichts. Nee, verbraucht habe ich die nicht. Aber ich hatte auf jeden Fall welche. Einmal parat. Also ich hatte die irgendwo hier rumschwirren. Hä? Weggeworfen kann ich das nicht haben. Obwohl ich da so ein bisschen tollpatschig bin in dieser Sache. Leicht tollpatschig. Kann ich ja nicht gar nicht weggeworfen haben. Oder ich übersehe das die ganze Zeit. Aber nee. Wie es aussieht, habe ich das echt nicht mehr. Oder war das eine andere Map? Boah, ich weiß es gar nicht mehr. Mann. Egal. Ich habe soweit eigentlich genug, dass ich hier 2 zumindest machen kann. So. Wattermüll. Okay, eine. Eine kann ich machen. Ja, selbst die eine ist schon ziemlich ordentlich, würde ich mal so stark behaupten. So, eine Plattform. Lass mich mal ganz kurz überlegen, wie ich das mache. Ich setze das mal hier an. 2. Hier würde dann die erste kommen. Hier frei. Hier würde die zweite kommen. Hier frei. Und dann hier durch. Das sind jetzt 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Dann nehmen wir eine 6 daran. Einmal so. Ja. Ich brauche Wasser. Wassereimer. Damit ich mich da. Oh, warte mal. Rope. Climbing Rope. Ich werde das nochmal probieren. Da fällt mir gerade wieder ein, dass man da irgendwas machen konnte. Wollte das mal unbedingt mal ausprobieren. Nice. Also einige Mods, die feiere ich ohne Ende. Beispiel der Climbing Rod, Rope. Mm-mm.
So, einmal hier eine kleine Plattform rumbauen, damit alles schön da still stehen kann. Aber mit so einem Rope kann man relativ gute Ebenen machen. Das ist eine Art Baumhaus. Ach lol, das geht auch so hoch. Nice. Okay, dann kann das ja mal wieder weg. Das auch. Was essen brauche ich ja mal? Wasser. Jetzt hoffen, dass ich das hier jetzt richtig gemacht habe. Einmal hier hin. Ah, komm schon. So. So, Watermill. Jetzt sehe ich hier ran. So, Power Grind Power 23. Der produziert 14. Ja, 14 ist schon eine ordentliche Summe. Und da müsst ihr mal 4 Stück von einrechnen. Ja, da könnt ihr mal sehen, wie heftig das schon ist. Okay. So, da habe ich das schon mal drin. Using. Ups. Use. Used? Nee, used. Nee. Ach, User. Meine Güte. Okay, ich brauche wieder Redstone. Jo, ich habe einen übrig. Nice. Und da. Naja, kein Bucket. Okay, Dispenser haben wir. Jetzt brauchen wir einen Lever. Einen Hebel. Dann kann der hier hin platziert werden, der hier hin. Und wir haben das schöne Ding hier. Den würde ich sogar hier ran platzieren. Erntet ja auch so ab. Ach, nee, doch nicht. Okay. Dann, was brauchen wir noch? Was brauchen wir noch? Warte mal, haben wir eine Enderperle? Oder habe ich die alle verbraucht? Nee, da haben wir. Nice. Denn dann kann ich mal direkt auch noch machen. Da brauche ich noch mal das. Blaze Powder. So. Dann ups, normalen Hopper. So, und habe ich überhaupt Eisen? Nö, habe ich nicht mehr. Gut, dann muss ich das noch mal ein bisschen durchschmelzen. Geht leider nicht anders. Ach, da sind sogar ein bisschen was drin. Eis. Gut, dann machen wir eben das auch nochmal. Oh. Und das. Das. Und der letzte. Wir haben doch bestimmt noch irgendwas hier drin. Kann mir doch keiner erzählen. Wo gehen unsere Sachen eigentlich immer hin? Dass sie immer plötzlich weg sind. Hallo nicht. Mann. Komm schon. Komm schon. So. Ein Block. 7. Also das sind, glaube ich, jetzt 8 Ingots. Hä? Obwohl, da kann ich noch einen zweiten Block machen. Oh, das passt perfekt für 2 Blöcke. Oh, ist das nice. Komm, komm, komm. Komm. Dann haben wir wenigstens nur hier eine kleine automatische Farm. Und
Ja, stellt sich jetzt eine Frage. Machen wir erstmal Obsidian gucken. Ein Obsidian haben wir nur. Schade. Nee, was ich sagen wollte, habe ich leider vergessen. Ach ja, soll ich eine Farm machen mit den Crops, wo ich die ganze Zeit das olle Ding hier, wie heißt das dann noch? Wood bekomme? Oder soll ich das doch eher selber abbauen? Da ist jetzt so die Frage. Ist ein Netz weggegangen? Das brauche ich. Steine nehme ich mal kurz. Die platziere ich mal daran. Das war jetzt ein bisschen blöd. So, so. Den daran. Ja, Rollplate. So. Warte mal, hatten wir hier nicht zufällig noch eine Ranch? Eine Yeta Ranch? Nö, anscheinend nicht. Okay. Aber eine Sache will ich hier noch wieder machen. Und zwar ist es das hier. Dann noch ein Transfer Pipe. Oh mein Gott. Da, meine Güte. Dann läuft das da schon mal. Wir haben Grid Power 10 von 14. Der würde dann nicht mehr funktionieren, oder? Also da steht, es steht dort, dass es funktioniert. Aber man hat ja gesehen, dass wenn ich dort diesen ollen, ach, wie heißt das Ding dann noch? Diesen Burnstone oder wie das da Ding auch mal heißt. Polished Stone zu Stone Burnt machen will, braucht er ja 8 GP. Aber da wir ja nur 14 von 10 haben, bezweifle ich, dass es das irgendwie funktioniert. Geht. Okay, wie mache ich das? Electrical. Okay, Molten Electrical. Steel. Coal. Warte mal, Alloy Smelter haben wir leider nicht, oder? Nee, ich habe nur einen Sawmill. Mist! Oder warte mal, brauche ich dafür überhaupt? Weil das ist jetzt Extra Utils 2. Add Extra Utils 2. Haben wir nicht hier vielleicht noch eine Ranch? Ranch. Iron, Redstone. Rote Farbe. Da bin ich jetzt ehrlich gesagt unsicher, ob das funktioniert. Aber sollte ja eigentlich. Das funktioniert hervorragend. Muss ich hier mal ganz kurz. Ja, gut. Das Gute ist jetzt, dass ich hier einfach nur rumstehen muss. Ich würde das jetzt alles abfahren. Aber wir brauchen jetzt ein bisschen mehr. Oder siebe ich das mal durch? Ach komm, ich siebe das ja mal schnell durch. Wird dieses Mal wieder ein bisschen längere Folge sein. Aber gut. Ich will endlich mal wieder was hier was schaffen. Weil das kann ja doch nicht angehen. Ach komm schon. Redstone, da, Redstone, nice. Zwei. Ja, mehr brauche ich eigentlich gar nicht. So gut, haben wir eben vier. Passt. Einmal weg damit, einmal weg damit. Und wir brauchen rote Farbe. Haben wir leider nicht.
Sehe ich das richtig? Yep. Gut, dann machen wir das mal anders. Na. Jetzt hatte ich gerade überhaupt einen Brainlag. Da. Ja, bitte nehmen, danke. So, das hier brauchen wir mal. Nee, Quatsch. Das brauchen wir nicht. Wir brauchen Grasneed. Sugarcane. Ups. Grasneed. Ja, gut, machen wir hier. Geil. Okay, dann fahren wir hier nochmal ein bisschen Seeds, warum nicht? Und wir müssen mal hoffen, dass hier rote Blumen kommen. Aber ein paar Seeds sind eigentlich auch in Ordnung. Meine Güte, ich brauche Blumen. Rote Blumen. Ich brauche Rosen. Und den haben wir gerade vergessen. Von das Red Orchidee. Okay, dann ist er weg. Juckt mich eigentlich auch nicht mehr. Wollen die mich? Hä? Komm jetzt überhaupt? Hä? Es wollen keine Rosen rauskommen. Ja, Orange, Orange. Ich brauche keine Orange. Obwohl, kann man hier den Red Dye irgendwie mixen? Red Dye? Ja, super Rosen. Rosen brauche ich nicht. Warte, hier. Nee. Da, Crusher. The Crusher returns. Nein. Hä? Och, Menno. Den nehmen wir mal so. Das kann doch nicht sein, dass hier absolut nichts kommt. Warte mal, ich mach mal kurz eine Sache. So. Einmal hier, einmal hier. Einmal hier. So. Also, Erde haben wir jetzt mehr als genug. Kann ich das hier auch mal hier ein bisschen erweitern, damit ein bisschen mehr hier rauskommt, wenn ich hier pflanze. So. Guck nicht mal bis da hinten hin. Da! Ja! Ja. Okay, ich hätte das hier vielleicht anders machen sollen, aber okay. Okay, dann machen wir mal die ganzen Blumen da rein. So, machen wir das hier nochmal. Ein Redstone da rein. So, Ranch, perfekt. Jetzt bitte. Ah, natürlich. Oder kann man da den Modus irgendwie wechseln? Warte mal, das würde mich jetzt interessieren. Ui, halbe Stunde. Warte mal. Da. Client, Darksteel, da kommt ein extra Bit. Shift, Placement, Replaced. Tool.
Okay, nee. Extra Bit, Bit Tool, Control Replaced, Shift Placement. Open Modeling Tool or Design GUI. Extra Bit Manipulation. Okay, machen wir das mal kurz weg. Und das hier vielleicht was? Nope. Dann hier vielleicht. Dann. Ich verstehe das nicht. Oder ich habe wirklich die falsche da. Gut, da muss doch irgendwo was anderes sein. So. Gameplay. Nein, 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 nein. Iron Backpacks, nein. Nee, nee. Big Commands, MP Utils. Or Excavation, nee. RF Tools, Tools, Data Range Mode. Nope. Leider nicht. Warum auch immer. Gut Leute, dann würde ich mal sagen, das war es jetzt erstmal von dieser Folge hier. Die Farm steht mehr oder weniger schon mal. Muss nur noch den hier irgendwie gedreht bekommen. Dafür werde ich in der nächsten Folge werde ich dann den ollen Alloy Smelter machen, damit ich da die Electrical Steel machen kann. Damit ich das da drehen kann. Wenn ich das gedreht habe, dann kann die Farm erst richtig losgehen. Beziehungsweise ich brauche da ein bisschen mehr Energie. Aber das muss immer Stück für Stück gemacht werden, weil die Zeit hier leider nicht mehr ganz ausreicht. Gut Leute, ich hoffe, euch hat es soweit hier gefallen. Würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Part einschalten würdet. Hier bei Sky Factory 3. Bis zum nächsten Mal, Leute, und ciao.